ich kann alles gerade so ein bisschen lockerer nehmen. Ich kann ein bisschen, ich habe mehr Spaß an dem, was ich mache, wieder jetzt irgendwie. Und das liegt an einigen Punkten zusammen. Und zwar wissen vielleicht noch einige von euch, die vielleicht nicht erst in den letzten 2,5 bis 3 Monaten dazugekommen sind, dass ich ja vor gar nicht so langer Zeit aus einer anderen Wohnung gestreamt habe. Und zwar aus meiner ersten eigenen Wohnung, wo ich auch alleine gewohnt habe. Jetzt wohne ich ja mit meiner Freundin zusammen. Und in dieser Wohnung, da gibt es so etwas, das nennt sich Hausmeister. Okay? Das nennt sich Hausmeister. Jeder von euch kennt Hausmeister, oder? Einen Hausmeister kennt jeder von euch. Sollte jeder kennen, ist der Typ, der immer ganz viele Schlüssel hat. Wo einfach... Der hat viele Schlüssel. Das ist der Hausmeister bei euch, okay? Der Typ war, als ich die Wohnung übergeben bekommen habe, damals vor ungefähr so fast genau einem Jahr, bisschen länger ist es her, Anfang Dezember oder Mitte Dezember habe ich damals meine erste Wohnung bekommen, also Dezember 2018 habe ich die Wohnung bekommen. Dieser Hausmeister war super nett, der hat mir alles gezeigt, der war super korrekt zu mir. Ich habe halt mich so gefühlt, als könnte ich mich immer bei dem melden, wenn ich irgendwas brauchte. Ich brauchte auch 1 bis 2 Mal seine Hilfe, der kam auch dann vorbei, da war er aber schon mehr so schlecht als recht, ja. Also der war so ein bisschen, wie soll man das sagen, der war immer sehr schnell irgendwie gereizt oder aggressiv oder was weiß ich nicht was. Kann auch damit zu tun haben, dass ich in einem, um sozusagen, meine Wohnung war sehr schön, ich habe trotzdem in einem sehr sozial schwachen Stadtteil von Kassel gelebt, wenn nicht so gefühlt der schlechteste Stadtteil in ganz Kassel, was ich aber vorher nicht wusste, denn ich kannte mich in Kassel nicht aus. Ich habe mich auf Wohnungen beworben, habe die Wohnung angenommen, weil ich sie direkt bekommen habe. Lustiger Fun Fact nebenbei, ich wohne jetzt in einem ziemlich guten Stadtteil und ich habe für die alte Wohnung, die 20 Quadratmeter weniger hat als die jetzt, sogar noch fast mehr bezahlt am Ende als für diese Wohnung, weil in den Nebenkosten nichts drin war, man alles andere noch selber zahlen musste. Und das alles nur, weil die halt vorher grundsaniert war. Das war halt wirklich richtig, richtig scheiße. Und das Jahr, mein Jahr war nicht schlecht, aber der Stadtteil, beziehungsweise da, wo ich gelebt habe, der hat schon ziemlich mein Leben beeinflusst. Der hat schon ziemlich meine Lebensqualität nach unten gezogen. Weil wenn du in einem Stadtteil wohnst, in dem du dich nicht wohlfühlst, beziehungsweise wenn du wo wohnst, wo deine Umgebung dir nicht gut tut, sinkt deine Lebensqualität. Für die Leute, die sowas noch nicht hatten oder für die Leute, die das vielleicht haben, ihr versteht, was ich meine oder versteht auch nicht, was ich meine. Das schlägt einfach aufs Gemüt und es verändert einfach die Lebensqualität. Das ist einfach so, das macht einfach das Mindset, das allgemeine Wohlbefinden macht es einfach schlechter. So, und vor 2,5 Monaten, 15. Oktober, glaube ich, war es ungefähr, sind wir hier eingezogen. Und da war klar, okay, Dominik, du bist jetzt ein bisschen gebumst, weil du hast deine Wohnung nicht früh genug gekündigt, denn wir haben diese Wohnung halt auch erst voll spät bekommen. Das war halt alles voll Schlag auf Schlag. Das war die erste Wohnung, die wir uns angeschaut haben und wir haben sie direkt bekommen. Das heißt, danach habe ich erst meine Kündigung geschrieben, weil wir dachten auch niemals, dass wir so schnell eine Wohnung finden. Und was war dann der Fall? Man hat bei einer normalen Wohnung ungefähr 3 Monate Kündigungsfrist. Das heißt, du kündigst und 3 Monate später bist du erst aus dem Vertrag raus und musst nicht mehr zahlen für die Wohnung. Das heißt, nun wusste ich, ich darf 3 Monate die Miete von meiner alten Wohnung bezahlen und 3 Monate die Miete der neuen Wohnung. Plus am Anfang die Kaution der neuen Wohnung und allen Besorgnissen, die man so für eine neue Wohnung machen muss. Wie eine Wohnlandschaft, also Sofa, Möbel, die man vielleicht neu braucht, dies und das und jenes. Und wer sich mit einem Umzug auskennt, der weiß, dass das nicht ganz so günstig ist und dass Möbel auch in manchen Fällen verdammt teuer sein können. Ich musste übrigens auch noch einen neuen Kühlschrank kaufen. Da muss man allerdings sagen, ich habe mit meiner Freundin viel geteilt. Ich habe immer ein ganz kleines bisschen mehr übernommen, weil sie halt studiert, so. Dementsprechend übernehme ich logischerweise mehr. Und auch die Kaution und sowas haben wir uns geteilt, ja. Auch die Miete teilen wir uns, ne, nur damit ihr jetzt nicht denkt, dass ich jetzt alles komplett alleine bezahlt habe. Aber es war extrem viel Geld die letzten 3 Monate, die ich ausgeben musste. Ich habe in den letzten 3 Monaten auf jeden Fall gutes Geld zusammen verdient aus den letzten 3 Monaten. Das waren echt richtig gute Monate. Wenn nicht sogar die besten Monate, die ich bis jetzt in meiner Selbstständigkeit hatte. Also es waren wirklich sehr, sehr gute Monate. Und ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass es genau diese 3 Monate getroffen hat. Denn davon ist verdammt viel Geld draufgegangen. Und ich wusste am Anfang erst nicht, ob ich das packe vom Cash her. Weil 2 Wohnungen bezahlen, plus alles Mögliche und so weiter und so fort, ist wirklich fucking hart. Das ist wirklich hart. Und jemand, der normal arbeiten geht, der, keine Ahnung, seine 2 netto verdient am Ende des Monats, der kann sich das normalerweise nicht leisten. Das geht einfach nicht. Das ist nicht stemmbar. Weil
ich musste halt insgesamt an Miete und an Erhaltungskosten, nur was die Wohnung angeht, dann diese 3 Monate lang jeden Monat mindestens 1, 2, 1, 3 abdrücken. Sofort von dem Geld, was ich habe. Was ich ja auch noch versteuern musste direkt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, von dem Netto musste ich direkt das quasi erstmal wegballern. Das ist brutal. Das ist richtig brutal. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viel man dann dafür verdienen muss, wenn man dann auch noch normal lebt, sage ich mal. Dementsprechend waren allein finanziell die letzten 3 Monate ein bisschen schwierig. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich konnte ganz normal trotzdem leben. Ich habe alles easy gemacht. Ich bin froh, dass die Monate so liefen, weil sonst wäre es echt hart gewesen. Bei Monte 5 Umdrehungen, richtig. Das war wirklich super, dass das schon mal so geklappt hat. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der dann ein bisschen ungemütlich wurde. Und zwar für jeden, der schon mal aus einer Wohnung ausgezogen ist selber, der weiß, man muss die Wohnung im besten Fall so übergeben, wie man sie bekommen hat. Das heißt, wenn du die Wohnung komplett grundsaniert bekommen hast und sie richtig schön aussah, musst du sie auch so zurückgeben. Oder was, Leute? Ihr lasst euch das Geld von eurer Kaution abziehen. Und was will man nicht? Das Geld von der Kaution abgezogen bekommen. Denn Kaution zahlst du an, falls irgendwelche Schäden entstehen, die durch dich passieren, dass die das Geld dafür verwenden. Und Kaution sind in den meisten Fällen 3 Kaltmieten. Auf meine alte Wohnung berechnet, waren das 1590 Euro. Okay? 1590 Euro. Die man am Anfang zu einer normalen Miete, also insgesamt dann musste ich am Anfang 2,1 oder so zahlen, die du am Anfang, bam, weghaust. Und davon willst du eigentlich alles wieder haben. Denn das ist halt fucking viel Geld in den meisten Fällen. Und das ist ja nur eine 2-Zimmer-Wohnung gewesen. Und das ist viel Geld dafür gewesen. Dementsprechend ging es los, dass ich jetzt extrem viel Zeit hatte, die Wohnung zu machen. Aber ihr kennt mich, ich habe viel gearbeitet. Ich habe viel aufgeschoben. Ich habe es in der letzten Zeit gemacht. Das heißt, ich habe die Wohnung erst auf Vordermann gebracht. Ich habe es in den Insta-Stories, glaube ich, immer dokumentiert. Ich war, glaube ich, 2-3 Mal da, aber da haben wir nicht so viel geschafft, weil wir immer verpeilt waren und nicht alles mitgenommen haben, was wir brauchten. Dementsprechend habe ich das gefühlt in den letzten Tagen erst gefinisht, so die Wohnung. Ich glaube, 4 Tage, bevor ich die abgeben wollte. Oder 2-3 Tage. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich dem Hausmeister geschrieben habe, bla bla, ich möchte ihm gerne die Schlüssel übergeben. Ist das dann und dann möglich? Ja, klar, bla bla. Bin ich hin und der Hausmeister kam rein. Wirklich, no joke, ab diesem Zeitpunkt hatte ich einfach jegliche Meinung von diesem Typen, die ich vorher hatte, komplett verloren, ne? Der war mir ja dann schon so ein bisschen komisch gewesen, aber der Typ war wirklich, man muss es einfach sagen, ich habe ja jetzt auch keinen Namen genannt oder so, der Typ war wirklich ein maximaler am Ende. Absolut. Wirklich absolut. Muss man einfach so sagen. Der hat mir wirklich die letzten Tage des Jahres von 2019 echt zur Hölle gemacht mit seinem Verhalten. Er ist also in die Wohnung reingekommen, meinte bla bla bla, ich schaue mir das jetzt an. Meinte, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, ja. An sich, okay, kann er ja sagen, ist auch sein gutes Recht. Da waren auch ein paar Sachen, die noch gemacht werden mussten. Wir hatten ein bisschen übergemalt, das war ein bisschen eine falsche Farbe. Das heißt, alles berechtigt, was er gesagt hat. Aber wie er sich verhalten hat, wie er mit mir geredet hat, nur weil ich in seinen Augen einfach ein junger Erwachsener bin, war einfach die fucking Frechheit. Das habe ich mir auch nicht bieten lassen. Ich habe dagegen geredet. Ich habe dem widersprochen bei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich habe dem mehr oder weniger getriggert damit, dass ich das halt in einem ruhigen, aber bestimmenden Ton halt gesagt habe, was ich ihn halt wissen lassen wollte. Und der hat wirklich richtig Stress gemacht und meinte, ich glaube, das war am 27. oder am 28. Dezember. Und meinte, am 30. oder 31. will er die Wohnung komplett frisch haben. Da will er die Schlüssel haben und will, dass alles fertig ist. Okay? Was ja auch richtig ist, weil bis dahin lief mein Vertrag. Aber es waren dann halt nur noch 2-3 Tage. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, beziehungsweise der Dad von Helen, wirklich, Kuss geht raus an der Stelle. Wird er zwar nicht sehen, aber trotzdem. Der hat wirklich unfassbar viel geholfen. Schon immer, ja. Seitdem ich damals hierher gezogen bin, das ist wirklich ein absoluter Ehrenmann, der hat alles gemacht, gefühlt. Ohne den wäre ich richtig am Arsch gewesen. Das heißt, wir haben neue Farbe besorgt, wir haben das übergestrichen, wir haben alles sauber gemacht, wir haben Schränke ausgewischt nochmal, wir haben wirklich alles gemacht, wir haben jeden Spinnenweben, wir haben alles davon beseitigt. Und dann haben wir den Hausmeister wieder bestellt und er kam rein und diesmal war der Vater von meiner Freundin auch dabei. Denn er hat gesagt, okay, so wie du mir das erzählt hast, hat er einfach keinen Respekt vor dir, weil du in seinen Augen einfach nur irgend so ein dummer junger Erwachsener bist, der keine Ahnung hat und deswegen denkt er, er kann dich so behandeln. Ich komme mit
Und wenn ihr den Vater von meiner Freundin kennen würdet, dann würdet ihr sofort sagen, okay, das wird funktionieren. Dass der Hausmeister vor dem auf jeden Fall Respekt hat. So, das war mir von Anfang an klar. Das heißt, ich war super easy gelaunt, ich war super lässig. Am 30. letzten Monat, also am 30.12. habe ich die Wohnung dann abgegeben. An dem Tag kamen nämlich auch schon Freunde zu mir, wegen Silvester und so weiter und so fort. Das heißt, ich war auch im Zugzwang. Das musste funktionieren an diesem Tag. Und es war halt immer noch so ein bisschen ungewiss, ob er wieder was zum Rumheulen hat. Auf jeden Fall kam er rein, ich habe ihm die Tür geöffnet, er hat mir nicht Hallo gesagt. Er hat an die Tür geguckt von außen, die Wohnungstür oben von außen. Hat da ein bisschen Schmutz gesehen. Hat mich direkt angefahren, meinte, ich habe doch gesagt, was du sauber machen musst. Mach das sauber, bla bla, hat rumgeschrien schon. Geht einen Schritt in die Wohnung, sieht den Vater von meiner Freundin und sagt, oh, guten Tag. Und ich dachte mir nur so, du kleiner Bastard, Digga. Du kleiner Bastard, Digga. Warum bist du so ein Spaß zu mir? Ich habe ihm die ganze Zeit über, die ich da gewohnt habe, nicht ein bisschen was getan, Leute. Nichts, gar nichts, null. Er ist dann also durch die Wohnung gegangen. Oh, alles super, alles super. Ja, hier ist noch ein bisschen Schmutz im Schrank. Ich habe ja gesagt, das sollt ihr wegmachen. Macht das bitte weg. Haben wir ausgewischt. Wohnung perfekt übergeben. So, jetzt kommt es nämlich noch zur folgenden Situation, die absolut, das ist jetzt die Krönung. Ja, das ist jetzt die Krönung. Er sagt, okay, irgendwie meine Freundin und ihr Dad haben noch kurz die zwei Regale ausgewischt. Und er sagt, ja, wir müssen ja noch das Protokoll ausfüllen. Das muss man bei einer Wohnungsübergabe, also auch als ich die bekommen habe und als man die abgibt, das muss man ausfüllen. Er hat gesagt, das Büro ist um die Ecke, komm schon mal mit. Dann meinte der Vater auch von meiner Freundin so, ja, geh schon mal mit. Wir holen dich gleich mit dem Auto ab. Alles gut. Ich gehe mit ihm runter. Oben, Wohnungstür geht zu. Er redet kein Wort mehr. Fresse direkt so runter. Angela Merkel-Style. Geht mit mir die Treppe runter. Geht zum Briefkasten. Jetzt kurze Vorgeschichte. Mein Briefkasten, es waren mehrere in dem Haus ausgezogen. Mein Briefkasten war aber nicht so, dass dieses Namensschild noch drin war und das nur weiß war und da kein Name stand, sondern bei mir war das Problem, es war kein Namensschild mehr drin, auch dieses Plastikglasteil, was davor ist, das war quasi reingeboxt. Das war nicht mehr vorhanden, das war einfach weg. Der Briefkasten hing an der Seite ein bisschen raus und da, wo man den Schlüssel reinsteckt, war so ein Knick drin. Das heißt, ja, Leute, was heißt das wohl? Wenn man nicht ganz dumm ist, müsste man verstehen, dass in meinem Briefkasten wohl offensichtlich in der Zeit, wo ich da schon nicht mehr gelebt habe, eingebrochen worden sein musste. Warum war es so? Ich hatte immer Paketscheine an meinem Briefkasten hängen in der Zeit, weil noch einige Sachen dorthin geschickt wurden. Deswegen hingen Paketscheine dran und da wollten wahrscheinlich, weil Leute es wussten, dass ich da schon lange nicht mehr war, meine Pakete rausholen. Beziehungsweise die Paketzettel. Und dann irgendwie sich die Pakete erschleichen. Der Briefkasten war so halb rausgebrochen und der Hausmeister steht davor und sagt, ja, bla bla, kaputt, warum dies, das, eingebrochen und warum, bla bla bla. Hat mich beschuldigt, Leute, das ist einfach nur zum Lachen, hat mich beschuldigt, dass ich in meinen eigenen Briefkasten eingebrochen bin. Und da habe ich meinen Schlüssel rausgeholt und meinte, Sie wissen schon, dass ich einen Schlüssel für meinen Briefkasten habe, oder? Den habe ich Ihnen auch gerade übergeben. Ich hab sogar zwei Schlüssel für meinen Briefkasten. Also warum soll ich in meinen Briefkasten einbrechen? Das macht keinen Sinn. So, und er bla bla bla, hat mich angeschrien da unten im Hausflur, Digga. Ich dachte so, Alter, was will der denn von mir? Ich bin halt voll locker geblieben, ich habe auch gegrinst. Ich musste ihn die ganze Zeit vor auslachen, weil der Typ einfach so kernbehindert war. Ich musste einfach die ganze Zeit schmunzeln und ich dachte mir, Digga, was ist denn mit diesem Typen einfach fucking nochmal falsch? Da meinte er irgendwann so, ja, bla bla bla, das ist aber ihre Aufgabe, dass das mir richtig übergeben werden muss und dies und das. Da hat er auch recht, Leute, da will ich gar nicht widersprechen, da hat er recht. Hätte ich da noch gewohnt und hätte es der Mietverwaltung gemeldet, hätten die das übernommen. Da ich aber nicht mehr da war und es auch erst dann gemerkt habe, weil es auch erst vor kurzer Zeit passiert ist, bin ich in dem Moment einfach der Gefickte. Das muss ich einsehen, aber die Anschuldigung, die er mir gegeben hat, ist halt einfach nochmal richtig dumm. Denn in seinen eigenen Briefkasten einzubrechen, da muss man schon... Ich weiß nicht, da muss der IQ schon so ein bisschen weit gesunken sein, sagen wir es so. Da meinte er so, ja, bla bla, Briefkasten müssen wir dann von der Kaution abziehen. Da habe ich gesagt, ja, machen Sie mal. Ich habe einfach so gesagt, machen Sie mal, ist mir egal. Ist mir doch klar, ist okay, machen Sie. Und dann ist er auf dem Weg zum Büro, ist er immer wieder auf den Briefkasten eingegangen. So typisch, der ist nicht ganz deutsch, aber so typisch dieses deutsche Verhalten so. Dem Typen nochmal sagen, was er eigentlich schon weiß, nur um ihn zu triggern.
Und ich habe halt die ganze Zeit so gesagt, ja, können Sie mir abziehen, ist mir scheißegal, machen Sie, bla bla bla. Und dann sind wir in sein Büro rein, Leute, und da, Digga, da wusste ich einfach, da war mir der Typ einfach noch unsympathischer und er war mir einfach noch ekliger geworden. Wir gehen rein in das Büro, erstmal bullenheiß, ja, komplett heiß. Ich setze mich hin, nehme mein Handy raus, weil er tausende Sachen aufgeschrieben hat. Ich gucke zur Seite über ihn und sehe einfach diese typischen Bauarbeiter, Autowerkstatt, Nacktkalender mit nackten Frauen drauf, Digga. Und ab diesem Zeitpunkt, meine lieben Fische, war es das wirklich komplette Rino, Digga. Da hatte ich einfach wirklich keine Lust mehr. Und ich saß da so angecringed, weil dieser Typ, keine Ahnung, 50 plus, komplett ekliges Erscheinungsbild und hat dann da noch sowas hängen, Digga. Ich dachte wirklich einfach nur noch, wo bin ich hier gelandet? Und wollte da einfach nur noch raus. Er hat mir das da hingelegt. Dann hat er mir das hingelegt, den Wisch. Und meinte, ja, mit der Wohnung war ja alles okay. Aber den Briefkasten müssen sie dann selbst übernehmen, ne? Und ich dachte mir so, Digga, das hast du mir auf dem Weg hierher vor 10 Minuten 50 Mal gesagt, dass ich den übernehmen muss. Aber er wollte, sein Gewissen musste es er musste es nochmal aussprechen. Er musste nochmal sagen, dass ich seinen scheiß hässlichen Drecksbriefkasten bezahlen muss, Digga. Er musste es mir nochmal sagen. Dann habe ich unterschrieben und habe gesagt, tschüss. Schönen Tag noch. So. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie die letzte Zeit, also die letzten 1 bis 2 Wochen aus dem letzten Jahr, so ungefähr für mich waren. Denn ich hatte immer noch im Kopf, gut, Anfang Dezember hatte ich alles doppelt abbezahlt. Das heißt, ich hatte hier das letzte Mal bezahlt. Was heißt, nicht hier das letzte Mal, aber das war meine letzte Doppelzahlung im Monat. Weil Anfang Dezember musste ich die Miete von der alten Wohnung überweisen und diese hier. So, beides überwiesen. Ich wusste, okay, ich kann einfach, was jetzt finanziell angeht, wieder ganz normal sein. Ich kann alles wieder ganz normal machen, bla bla. Aber mir war im Kopf die ganze Zeit noch diese Wohnung. Dann wurde sie das erste Mal nicht abgenommen. Dann war dieser Gehirnstruggle, ob das jetzt beim zweiten Mal abgenommen wird. An demselben Tag kamen noch meine Kollegen. Ich habe kaum geschlafen, weil ich so lange noch gestreamt hatte. Musste früh raus, alles Mögliche. Und dementsprechend, das hatte sich über die letzten 2 Wochen im Dezember gezogen, war es einfach wirklich nur noch Abfuckstimmung in meinem Kopf. Weil ich das einfach nur noch hinter mir haben wollte, Leute. Das war wirklich einfach nur nervig. Das war einfach nur nervig, weil das, ja, das belastet einen halt, wenn du weißt, dass da noch irgendwie sowas im Raum steht und es einfach noch nicht erledigt ist und du dann auch noch so ein ekliges Gewissen oder noch irgendwie sowas Ekliges vorgelegt bekommst von so einem Menschen, der einfach keine Ahnung hat, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ich hab ihm nichts getan. Ich kann euch noch ein paar Sachen dazu sagen, dann werdet ihr noch denken, was es für ein Bastard ist. Ich öffne mal kurz die SMS, die ich mit ihm geschrieben habe. Ich habe ihm geschrieben, sagen Sie mir bitte, welchen Weißton Sie für die Wände benutzen soll, die gestrichen werden müssen. Und er hat mir einfach geantwortet mit, keine Ahnung. Da habe ich noch irgendwas geschrieben und darauf meinte er nur, okay. Digga, wie kann man denn so ekelhaft sein? Das ist der fucking Hausmeister und ich sage, können Sie mir bitte sagen, welchen Weißton ich benutzen soll, damit ich nicht irgendwie nochmal streichen muss? Keine Ahnung, Digga. Er sagt einfach, keine Ahnung. Wie kann man so ein ekliger Mensch sein? Wirklich, also bei diesem Mensch, ich bin ihm trotzdem, das ist, Digga, da gehen Props von mir selber an mich selbst raus. Ich bin trotzdem noch korrekt sogar zu denen geblieben, ja? Ich bin trotzdem noch korrekt zu denen geblieben, weil ich einfach kein Mensch bin, der dann andere wegen ihrem dummen Dasein einfach noch auch noch schlecht behandelt. Ich bin noch nett zu ihm geblieben sogar. Und da bin ich auch stolz drauf. Aber Leute, glaubt mir eins. Entweder man sieht sich zweimal im Leben und er braucht irgendwann meine Hilfe und ich gebe ihm meine Hilfe nicht. Oder ich gebe ihm meine Hilfe und er steht noch mehr in meiner Schuld. Oder Karma wird irgendwas machen. Irgendwas Fieses, dass ihn auch irgendwann ein Mensch, den er mal braucht oder wo er Hilfe von braucht, absolut schlecht behandelt. Fertig. So. Und das waren die Sachen, die mich in letzter Zeit einfach fucking belastet haben, weil das einfach noch, das stand halt einfach noch so auf dem Plan, dass ich das machen musste. Und dann wurden mir noch so Steine in den Weg gelegt. So, deswegen waren halt die letzten 1-2 Wochen im Dezember halt auch manchmal Streamausfall 2 Tage, dann wieder das nicht, dann wieder das nicht. Dann hat mich noch abgefuckt, dass ich YouTube nicht so durchgezogen habe. Da kam halt viel zusammen, deswegen war ich einfach so ein bisschen persönlich abgefuckt. So, ne? Ich denke, das kann man verstehen und das wollte ich euch jetzt auch einfach mal erzählen, damit ihr so wisst, was halt bei mir abging.